die euch gar nicht zu lange ausgibt, geht es dann jetzt direkt weiter mit der Gruppenarbeitsphase. Aufgrund der regen Beteiligung mussten wir leider schon eine Gruppe streichen, aber ich werde euch jetzt in Gruppen einteilen und ihr verteilt euch dann in die jeweiligen Ecken. Dort findet ihr Arbeitsaufträge. Wir geben euch dann erst nochmal so 2 bis 3 Minuten Zeit, euch die Arbeitsaufträge durchzulesen und zu besprechen. Weiteren Verlauf werden wir dann schon mal die Musik laufen lassen. Und es geht dann halt einfach darum, dass ihr euch eine Choreografie passend zu den bestimmten Aspekten, die jeweils in den Arbeitsaufträgen findet, eine Choreografie zu entwerfen und zu überlegen.